Ja, und welche Eigenschaften müsste ein Mensch haben, damit er als Politiker anders ist als die anderen? Also wie müsste jemand auftreten in den Zeitungen oder im Fernsehen, dass ihr plötzlich denkt, Mensch, der ist ja anders als das, was wir jeden Tag an Politikern haben? Er muss in erster Linie als Persönlichkeit irgendwie Integrität haben und nicht opportunistisch überall mitmachen, wenn es irgendwie seiner Karrierenfindung dienlich ist. Aber das Problem ist, dass Politik halt genauso funktioniert. Wenn du irgendwie was reißen willst, machtpolitisch, musst du halt einfach irgendwie opportunistisch sein. Weil sonst wirst du nie in eine Position kommen, in der du was bewegen kannst. Das Problem ist nur, wenn du dann in der Position bist und opportunistisch gewesen bist, dann bist du schon so verstrickt in einer Lobby, dass du nicht mehr frei ideologisch Politik machen kannst. Deswegen gibt es da eigentlich keine Lösung für. Deswegen gibt es auch keine großen, guten Politiker, glaube ich. Behaupte jetzt mal so populistisch. Würde ich auch sagen. Seid ihr deswegen froh, dass ihr Musik macht und sozusagen euch ein bisschen aus dem, so wie du es gerade gesagt hast, eigentlich raushalten könnt und da euch ein bisschen unbedeckt behalten könnt, wenn ich gerade Moderator blöde Fragen stelle? Also ich finde das super, ja. Ich finde das, also für mich ist das sehr angenehm, Musik zu machen. Ich bilde mir immer ein, dass ich trotzdem noch ein politischer Mensch bin und dadurch habe ich so ein bisschen meinen Kopf aus der Schlinge gezogen. Ich sage irgendwie so, ich bin politisch, ich mache Musik, ich mache zwar keine politische Musik, aber wenn euch was interessiert, fragt mich und ich fühle mich dabei irgendwie ganz gut. Auch wenn das irgendwie so eine, so eine egozentrische Ansicht vielleicht ist irgendwie. Aber ich finde es eigentlich so, fühle mich wohl in der Rolle. Ja. Ja. Vor allen Dingen werdet ihr durch eure Musik immer auf jeden Fall Leute, das wissen wir, ja, das ist bei uns so passiert und ihr scheint die Leute wirklich zu berühren und vor allen Dingen könnt ihr uns daran teilhaben lassen, welche Musik euch inspiriert hat. Und deswegen haben wir euch gefragt, dass ihr uns auch einen Plattentipp mitbringt und wir fangen mal mit der Platte an, wo wir leider das Cover nicht finden konnten. Das ist von dir und zwar hast du uns mitgebracht von der Band Alice in Chains, von der Platte Jar of Files, den Ciao. Song Rotten Apple, den werden wir jetzt, glaube ich, gleich hören. Da kommt er schon. Wobei es, glaube ich, Jar of Flies Jar heißt, of ne? Flies. Da hat sich Jar irgendein of Flies. Praktikant verschrieben. Ja, stimmt, ich lasse meine Moderationskarten mittlerweile von Praktikanten schreiben. Das ist ein Privileg, was bei Tide so ab 3 Jahren am Bildschirm passiert. Ja, danke schön, ciao. Ja, dann erzähl doch mal, warum du uns diesen Song mitgebracht hast. Also ich wurde ja gebeten, ohne irgendwie einen Hintergrund einen auszuwählen. Ja. Deswegen habe ich einfach meiner Intuition vertraut. Und ich finde, dass die Platte von Alice in Chains auszeichnet, dass sie sehr, sehr gute Harmoniegesänge hat, weil er auch alles selber singt so. Und eine unheimliche Intensität in der Melodieführung und in der Harmonie der Gesangsstimmen zueinander sich entwickelt. Und es ist halt im Gegensatz zu den anderen Veröffentlichungen von Alice in Chains keine Grunge-Platte, sondern eine ziemlich laid-backe, diepe, traurige, große Stimmung irgendwie so. Und das gefällt mir sehr gut. Wir werden, liebe Zuschauer, das noch nachreichen, wie die Platte aussieht. Das war dein Plattentipp. Vielen Dank. Alice in Chains, Jar of Flies. Ne? Haben wir mitgekriegt. Nächste Sendung zeigen wir noch das Cover dazu. Du hast uns mitgebracht und da haben wir das Cover gefunden Hurra. von Björk, einer durchaus streitbaren Dame. Und zwar das Album Homogenics. Ja. Ja, und den Song Unravel. Richtig. Jetzt kommt Ihre Begründung. Meine Begründung, ich habe zu der Zeit, wo die rausgekommen ist, Praktikum gemacht, so Schulpraktikum, in so einem Tonstudio, wo nur kölsche Gute-Laune-Bands aufgenommen haben. Zum Beispiel die Höhne haben da so eine FC-Hymne in der Zeit, als ich da war, aufgenommen. Und ich hatte überhaupt nichts zu tun. Ich habe die ganze Zeit nur Kabel geordnet und rumgesessen und Kaffee gekocht, wie das so ist als Praktikant in der 9. Klasse. Und habe irgendwann angefangen, mich durch die beträchtliche CD-Sammlung von dem Herrn durchzuhören und bin irgendwann auf die Platte gestoßen, die war ganz frisch raus. Und ich habe halt immer nur über Kopfhörer gehört und das waren extrem gute Kopfhörer und die haben mich so an die Wand geblasen, dass ich die in totaler Rotation 5-mal am Tag gehört habe. Ich finde, das ist vom Coverdesign bis zum Sounddesign eine unglaubliche Platte, die jetzt auch noch, also immer noch irgendwie unerreichbar geil produziert ist, unerreichbar geil klingt. Würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie mein totales Favorite ist, aber so spontan als extremes Außergewöhnlichum ja.
hat die auf jeden Fall einen Platz in der Top 10 meiner Lieblingsplatten verdient. Super. Ja, also das werden wir so zusammenschneiden und bei YouTube reinstellen als die glamouröse Laudation auf eine Platte. Vielen Dank. Auf eine Platte, nicht auf eine Künstlerin. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Ja. Also hier, das ist nochmal Homogenic. Homogenic. Das ist die Platte und die ist erschienen. Auf jeden Fall steht sie sicher in eurem Plattenladen des Vertrauens. Ja, wir dürfen eure CD verlosen an euch da draußen, liebe Zuschauer. Und zwar schreibt ihr uns an, ich hoffe, das ist jetzt richtig, das wird gleich eingeblendet, gutepreise@neuehelden.tv. Stimmt das? Ja, gutepreise@neuehelden.tv. Schreibt ihr uns einfach eine Mail. Könnt ihr uns auch gerne schreiben, wie euch die Sendung gefallen hat. Und dann die ersten 5 oder die besten Begründungen oder die freundlichsten Bilder dazu senden und so. Wir werden uns was einfallen lassen. Auf jeden Fall kriegen 5 Leute diese wunderbare CD von Werle und Stankowski. Und zu guter Letzt, jetzt haben wir ganz verpasst, wir haben euch, weil ihr ja so Elektro-Freaks seid, haben wir uns euch hier noch dieses Gerät hingestellt. Ja, das ist nett, danke. Das ist nett. Die dürfen nachher darauf spielen. Okay. Wir dachten, das steht in dem Vertrag von den beiden drin, wenn die in die Sendung kommen, muss immer dieses alte Gerät da stehen. Genau. Damit ich weiß nicht, was das für ein Gerät ist. Ich auch nicht. Psst. Also auf jeden Fall, da spielen sie jetzt gleich noch und ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es war eine große Freude und wer diese ganzen